Es gibt so Bandnamen, wenn man die einmal hört, bleiben sie für immer im Kopf. Diese beiden Männer gehören dazu, es sind Olli und Nico, ihr kennt sie alle als Gestört. Aber geil, das neue Album 3 ist draußen. Männer, wie geht's euch und wo seid ihr? Hi! Hey. Also, uns geht's super. Wir haben gerade Tour live hinter uns und haben uns heute nochmal zusammengefunden, ausnahmsweise. Frühs, ausnahmsweise. Frühs. Und ja, freut uns. Seht ihr euch eigentlich oft im Jahr oder geht das? Ja, wir sehen uns halt jedes Wochenende. Also mindestens jedes Wochenende. Und gab es einen Moment, an dem ihr gedacht habt, es wäre schön, wenn wir uns nicht jedes Wochenende sehen würden? Jedes Wochenende. Nein. Das neue Album heißt 3. Ich habe einen persönlichen Lieblingstrack, sogar 2. Aber bevor ich euch den verrate, möchte ich natürlich wissen, welche Songs feiert ihr denn am meisten ab? Olli, sag du mal, welcher ist dein Favorite? Ich weiß, es ist schwer, zwischen den eigenen Kindern zu wählen. Ja, aber gut, da bin ich wirklich bei, wenn es um die deutschen Sachen geht, bin ich bei Magnet. Magnet ist so einer meiner absoluten Favorite-Tracks und Can't Break My Heart, die rauskam, weil das sind so die beiden Nummern, wo ich sage, okay, das ist genau das Beste von Deutsch und Englisch, was wir so was so gestört, aber geil ist und auch so, wo das Sound so ist. Und bei dir, Nico? Ja, ich schließe mich eigentlich so ein bisschen an, ist natürlich, es sind jetzt ja auch gerade die zwei Nummern, die man vorher halt auch nicht kannte, ist natürlich auch von den älteren Sachen sind da ein paar Highlights auf dem Album drauf. Aber wenn wir jetzt so neue Sachen nehmen, und neu ist ja auch gerade für uns auch immer interessant, weil die anderen Sachen, unsere eigenen Sachen hören wir natürlich auch ziemlich oft, würde ich auch die zwei Sachen wählen. Man kann euch jetzt sehr zeitnah auf Tour erleben. In München, Dresden, Hamburg und Magdeburg am 11., 15., 18. und 19. November. Tourdaten gibt es natürlich auf den Socials der beiden. Was erwartet uns denn, wenn wir jetzt zu euch zu einem Konzert kommen? Oder darf man überhaupt Konzert sagen? Ja, Konzert ist immer so ein schwieriges Wort, weil wir ja nicht selbst singen und Konzerte wird immer von den Leuten anders interpretiert. Wie soll man es aber auch anders nennen, wenn man jetzt auf Tournee geht? Also was erwartet man bei uns? Also ich persönlich würde schon als Konzert, am Anfang habe ich mich damit auch schwer getan, aber die Leute nehmen es halt auch so wahr und wir gestalten es ja auch anders als eine klassische Party. Also wir sind ja nicht nachts in irgendeinem Club oder beim Festival und auch musikalisch gestalten wir es anders, haben Gastsänger dabei, spielen natürlich vorwiegend auch extra Sachen aus dem Album oder auch ältere Nummern aus unseren ersten Alben, was wir jetzt so ganz normal im Alltag, im Clubbetrieb nicht machen würden. Und deswegen würde ich schon sagen, bin ich mittlerweile mit dem Wort Konzert auch beim DJ fein. Ja, was können die Leute erwarten? Habe ich ja gerade schon quasi gesagt, so ein bisschen viele eigene Sachen, auch Sachen, die sie jetzt schon lange nicht mehr hören konnten, Nummern aus dem ersten Album, auch so alte Sachen von uns, die es vielleicht auch nirgendwo gab. Und ansonsten bei uns halt der Effektreichtum, oder? Also wir haben eine tolle Videoshow, wir haben viele Effekte dabei, Konfetti, Feuer, CO2. Also alles, was man sich vielleicht auch von einem Festival wünscht, bekommt man bei uns auch im Rahmen eines Konzerts. Und jetzt ist schon das dritte Album draußen. Als ihr damals an den Start gegangen seid, hättet ihr überhaupt gedacht, dass ihr mal ein Album rausbringt und jetzt ist es schon das dritte? Also es war natürlich nie in dem Sinn geplant, ein Album zu machen. Ist genau wie Konzerte. Also wir haben auch nie geplant, irgendwie mal Konzerte zu machen. Es hat sich halt so Step by Step ergeben. Und das dritte Album jetzt ist so ein bisschen wie das erste Album. Das ist gar nicht so, ich sag mal, ein geplantes Album. In dem Sinne, dass man sich hinsetzt und sagt, man schreibt jetzt 15, 16 Tracks und macht ein Album, sondern so ein bisschen wie das erste Album. Es hat sich halt Step by Step ergeben mit Releases von Tracks, Arbeiten an neuen Nummern und irgendwann saßen wir zusammen und haben gesehen, ey Mensch, wir haben jetzt so viele Nummern zusammen, wir haben so viel Released, jetzt haben wir aber auch noch ein paar geile Nummern liegen. Lass uns da draußen ein Album machen und weil die Fans vielleicht auch die eine oder andere Nummer sonst ohne das Album gar nicht bekommen hätten können. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ja bessere Zusammenfassung als das wird's nicht. Das ist genau so passiert, genau so war es. Es war nie geplant, dass noch ein Album kommt oder dass das erste Album jemals kommt. Man hat alles nur so, es hat sich so angesammelt im Laufe der Zeit und so entsteht ein gestört aber geil Album. Ja, dann lass uns mal ein paar ordentliche Jahre zurückspringen. Wir sind vor 2010 in My Cool's World, hieß der Laden so damals?
Ja, ja. Da habt ihr euch ja gefunden und ihr habt euch da auch zusammengetan. Das, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt da gesessen und gesagt, ey, pass auf, wir legen jetzt zusammen auf. Bedeutet zwar, wir verdienen die Hälfte nur, aber wir haben zusammen mehr Spaß. Ja, man muss dazu sagen, uns gab es ja früher mal noch in einer anderen Besetzung. Also der Ursprungsbesetzung ist ja mit dem Spike zusammen gewesen. Es war eigentlich in dem Sinne so. Man hat dann damals gemerkt, dass die Einzelsets, also der eine hat beim anderen zugehört und es hat sich so, ja, das ist eine coole Mischung und die Nummer würde ich vielleicht, hätte ich vielleicht auch gespielt und im DJ-Leben ist es halt auch so, wir reisen ja auch nicht mit einem großen Tross, also wir haben keine Nightliner, wir haben keine Band dabei, wir sind nicht immer mit denselben Technikern unterwegs, was jetzt so bei Bands halt klassisch ist und man muss auch ehrlich sagen, also als DJ ist es auch, es wäre mega langweilig allein, oder? Man müsste alles alleine regeln, man ist ständig die allein Touren, irgendwo. Das Fahren, der Auftritt, also es ist schon eine richtige Rückhalt, wenn du es halt zu zweit machen kannst, auf jeden Fall, also als du ist das schon, du hast halt echt einen Rückhalt so. Was halt sonst, glaube ich, Bandkollegen sind wir quasi auch. So, Olli, das heißt jetzt, erklär mir mal, wie bist du denn überhaupt jetzt da reingekommen? Wann bist du gestört, aber geil geworden? Ich bin gestört, aber geil geworden im Jahr 2017. Das waren ein paar Zufälle, die da auf uns zukamen und mehr oder minder ist man dann so eher so da reingerutscht, sind wir so, ne? Und das war dann halt so, hat das Versuch, es war so ähnlich wie früher. Spike ist leider schwer krank und es war dann irgendwann der Fall, dass Nico viel allein aufgetreten ist und irgendwann war der Fall, okay, gestört aber geil ist und bleibt ein Duo und wird dann quasi, ja, irgendwann hat sich das dann auch gefunden, dass ich dann mal dabei war. Man mochte auch die Musik, ich kannte Nikos Musik schon sehr, sehr lange und das hat dann irgendwie auch auf der Bühne sehr gut harmoniert und so war ich dann dabei. Nico, wie ist das damals mit Elif gewesen? Es war ja alles ein bisschen tricky mit Unter meiner Haut, mit Vincent Weiss, Kobi Funk, euer Riesendurchbruch, der irgendwie in ganz Deutschland weggerissen hat. Da gab es ja ein bisschen Trouble mit Elif. Wenn du jetzt auf Elif triffst, ist alles cool, ist alles geklärt? Also von meiner Seite ist da natürlich alles cool. Jetzt, wenn man so ein bisschen länger in der ganzen Sache, in der ganzen Musik Branche, Business, wenn man jetzt hat man ja auch Insights und kennt das alles. Ich meine, man muss sich immer so ein bisschen vorstellen, wir waren halt ganz normale DJs. Wir haben nachts irgendwo gespielt, haben irgendwann Vincent seine A Cappella-Version von Unter meiner Haut gefunden, haben uns gedacht, geil, das ist ja richtig cool, lass da draus mal eine Dance-Nummer machen, aber von den ganzen drumherum, also mit Rechten klären, was darf man nicht, davon hatten wir gar keine Ahnung, damit wollten wir uns ja auch nie beschäftigen, weil wir wollten einfach immer nur Musik machen. Und ich sag mal, dadurch ist es natürlich auch ein bisschen zu der Situation gekommen, dass Elif da ein bisschen unglücklicher drüber war. Aber ich denke, letztendlich ist es für alle beiden Seiten, ich hatte es ja, glaube ich, ein paar Mal schon gesagt, auch in TV-Formaten, dass für sie das auch alles cool ist und auch für sie rückblickend das ein super Ding war. Also. Und dann habe ich mich gefragt, wenn das Ding mit Vincent so durch die Decke gegangen ist, das hat ja wirklich eure Karriere und Vincents Karriere dahin gebracht, wo es heute ist. Warum ist Vincent beim neuen Album nicht dabei? Na, ich denke, Vincent, sein Anliegen war auch nie, Dance zu produzieren. Also ich denke, er sieht sich da künstlerisch und sängerisch auch auf einem anderen Genre, also auf einem anderen Gebiet der Musik. Ja, ich glaube nicht, dass er das ist ja ganz oft so, dass Leute da, die da irgendwie durch Remixe in Dance reinrutschen, das oftmals gar nicht machen wollen, weil Dance ja auch wirklich für Sänger, Sängerinnen jetzt nicht das Genre ist, wo sie sich für immer sehen, sondern eher so ein Sprungbrett-Genre, kann man mal sagen, fast, ne? Er ist ja auch damals eher so unterbewusst oder, wie soll man sagen, so unbedarft oder ungewollt mehr oder weniger in das Dance-Ding reingerutscht mit uns. Und ich denke auch, dass es ja von Anfang an eigentlich auch nie geplant war. Ja, seine Ursprungsnummer war ja eine Akustikversion von Unter meiner Haut und jetzt gar nichts mit Dance zu tun. Jetzt möchte ich euch natürlich verraten, welcher mein Lieblingstrack vom Album Nummer 3 ist. Und zwar mit der fantastischen Band Tochter, hier auch schon zu Gast gewesen, ganz großartig. Auch Elisa, eine der besten Stimmen, die wir haben im Land. Der Song heißt Immer wenn du gehst, ich möchte direkt zitieren. Wir haben alles verzockt, sind fast krepiert, haben uns an der Tanke nachts von unseren Träumen erzählt. Wir sind der beste Stoff, brennen die Benzin, was haben wir denn noch? Außer uns zu verlieren. Oh, mega. Gänsehaut, Gänsehaut. Das ist super, ja. Was habt ihr gedacht, als ihr den das erste Mal fertig abgemixt im Studio laut gehört habt? Wisst ihr das noch oder ist das einfach zu lange her und zu viel?
finalen Versionen sind immer so, weißt du, da ändert sich immer noch so eine Kleinigkeit. Also wann ich jetzt das erste Mal so eine, diese 80-90% Version gehört habe, weiß ich gar nicht. Weil halt immer, wie ist es halt immer, da sagt man doch, oh, das eine Element ist vielleicht noch ein bisschen so, das ist dann so ein bisschen. Die Nummer, die Arbeit an der Nummer war auch, die hat sich doch relativ hingezogen, weil man immer noch Gedanken hatte, lass mal das noch probieren oder lass mal das machen. Also gab es auch unzählige Versionen, dann ich sag mal, Version 20 wieder weggeschmissen. Nee, lass doch wieder Version 1 nehmen. Und das war wirklich, ja. Da haben wir wirklich viel probiert. In unterschiedlichen Genres und unterschiedlichen Produktionsansätzen. Also bei der Nummer so dieses, was man bei anderen Nummern hat, wenn man wirklich beim ersten Ding die Nummer fertig schraubt, anhört und dann boom, das gab es bei der Nummer nicht, weil es so ein langer Prozess war, die Nummer. Ja, also da gab es mehrere Wow-Momente bei dieser Produktion. Und mittlerweile müssen die Leute doch Schlange stehen. Ihr müsst doch jeden Tag so 150 Mails und DMs bekommen. Ich würde gerne einen Song bei euch singen. Bitte nehmt mich als Feature-Gast auf. Oder geht das mittlerweile? Wir kriegen schon viele Nachrichten bei Instagram. Ist natürlich auch, wie es wahrscheinlich bei allen Profilen ist, man landet dann erstmal auf der Nachrichten-Anfragen-Seite. Dann muss man Glück haben, dass wir die Nachrichten dazwischendurch finden. Ja, es gibt da schon viele Fragen, aber meistens haben wir es ja eigentlich immer so gehalten, dass in den meisten Fällen wir quasi die Leute gefunden haben, mit, wo wir gesagt haben, ey, das ist so besonders, lass mal was machen. Okay, also behalten wir jetzt zukünftig alle unsere DMs im Auge. Ganz zum Schluss möchte ich gerne wissen, wie sieht's aus, gestört aber geil Festival 2023, 24, 25. Wann legt ihr mal wieder einen hin in der Wuhlheide? Ja, nächstes Jahr. Wie immer um dieselbe Zeit im September. September geht's in die Wuhlheide für gestört aber geil. Das sechste Jahr jetzt. Sechste, ja, genau. Und? Also die 10 werden wir auf jeden Fall voll machen. Also wir sind guter Dinge, unser 10-Jähriges auf jeden Fall noch in der Wuhlheide zu feiern. Und wenn ich gerade richtig bin, weil wir das Thema erst hatten, es wird langsam auch schon knapp mit Karten für nächstes Jahr. Gestört aber geil, das Album Nummer 3 mit dem Titel 3 ist draußen und hat unfassbar tolle Leute wieder drauf, von Tochter bis Kool Savas. Unbedingt gönnen und damit meine ich auch kaufen. Puh, ich weiß, Musik kaufen, man kann es sich kaum vorstellen. Aber Musik machen ist gar nicht so günstig. Und damit Musik entstehen kann, bitte unterstützt die Künstlerinnen und Künstler, die ihr feiert. Und ich freue mich, dass Sie heute da waren. Gestört aber geil in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Gerne. Und ihr habt jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Ihr dürft in eure Kamera sagen, was ihr noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt habt, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltet. Ich bin gespannt, was das gleich sein wird. Ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, glaubt an euch. Bitte, seid immer euer eigener größter Cheerleader, weil auch wenn wir jetzt nicht drüber gesprochen haben, gab es garantiert Menschen, die auch zu, heute kennt jeder gestört, aber geil, aber es gab safe Leute, die gesagt haben, weiß nicht, ob wir das wirklich machen sollten. So diese ganzen Gesichter, die sich denken, hey, meine Meinung ist total wichtig für dich. Nein, die einzige Meinung, die richtig wichtig ist für euch, ist eure eigene. Also bitte unterstützt euch so gut ihr könnt. Wir sehen uns morgen. Wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutia. Und jetzt die Abschlussworte von Gestört, aber geil. Bis dann. Ja, also ich würde dann quasi deinen Text von gerade eben aufnehmen, weil wir das nämlich auch kennen mit Kleinheiten. Und ach, das wird nie was und nächstes Jahr gibt es sie nicht mehr. Deswegen an alle, die dasselbe machen wollen wie wir, glaubt an euch und verfolgt euren Weg weiter und versucht nicht irgendjemanden zu kopieren, den es schon gibt, weil das den gibt schon. Und ja, geht euren Weg und am Ende zählt die Qualität. Das Herzblut zahlt sich irgendwann aus, was man da reinsteckt. Jetzt bist du dran. Ich kann mich den ganzen nur anschließen, weil das halt wirklich so eine Sache ist, die wir gar nicht so häufig gefragt werden, so wie ist das mit so einem Namen anzufangen, wie ist das mit deutscher Hausmusik, die es vorher nicht gab und so. Ich glaube, so viel hat man da gar nicht drüber nachgedacht, dass das alles im Effekt passiert und dass wir echt mitgeben können. Macht's einfach. Seid dabei, macht das, worauf ihr Bock habt und wenn ihr es lang genug macht und fest daran glaubt und das richtig durchzieht, wird's irgendwann gestört, aber geil. Und ja, dafür stehen wir mit unserem Namen.